Folge 1917, Jans Ausstieg. Jule bekommt eine Jobabsage und ist deswegen vollkommen fertig. Dem gerät sie in einen Streit mit Sophia. Auch die hat miese Laune, weil es bei ihr mit dem Schwangerwerden einfach nicht klappen will. Jill unterbricht den Streit und macht einen Vorschlag, wie wäre es, zur Ablenkung an einem Striptease-Kurs im Hot Cup teilzunehmen? Während Sophia ihre schlechte Laune ziemlich schnell ablegen kann, verletzt sich Jule, sodass sich ihre Stimmung weiter verdüstert. Als Sophia und Jill schließlich wissen wollen, was los ist, gesteht Jule, warum sie so frustriert ist. Sie hat ganz einfach wahnsinnige Angst um ihre Zukunft. Folgen 1918, ein neues Zuhause. Jule und ihre Kollegen sind am Morgen bereits mit dem Ausräumen der Rettungswache beschäftigt, als sie im Radio von einem Massenunfall ganz in der Nähe erfahren. Kurzerhand entschließen sie sich, zu einem letzten Einsatz auszurücken. Auf dem Weg zum RTW wird Jule von einem verletzten Mann überrascht und geschnitzt. Sich um den stark blutenden Patienten zu kümmern. Der Rest des Teams rückt zum Einsatz aus. Während Jule den Mann verarztet, hält sie Kontakt mit Mark, der bei ihr Verstärkung für den großen Verkehrsunfall anfordert. Am Abend versuchen alle gemeinsam, den Tag zu verarbeiten. Dabei wundern sie sich, dass von der Leitstelle oder der Verwaltung nichts das kleinste Dankeschön kam. Frustriert wollen Jule und ihre Kollegen dennoch nicht aufgeben. Denn ihr Einsatz muss doch gezeigt haben, dass ihre Wache wirklich immer noch enorm wichtig ist.